Herzlich willkommen zur Industrie Forward Expo, dem Festival aus der Industrie für die Industrie. Mein Name ist Christian Fischbach und ich freue mich sehr, auf der Industrie Forward Stage zu begrüßen Dr. Ralf Sauter von Horvath. Hallo Ralf, schön, dass du hier bist. Hallo Christian, schön, dass ich hier sein kann. Ralf Sauter ist bei Horvath Partner und hat mit seinem Team zusammen die CXO Visions kreiert und Einsichten in die Pläne, in die Zukunftspläne von C-Level-Führungskräften gesammelt in vielen Interviews. Heute wird er uns einen Einblick darin geben, wie diese Top-Industrie-Strategen die Zukunft sehen. Soweit auch nur von mir. Mir bleibt an der Stelle eigentlich nur zu sagen, Ralf, die Industrie Forward Stage ist deine. Dankeschön, Christian. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier über die CXO Priorities sprechen kann. So, jetzt hoffe ich mal, dass das hier mit dem Sharen funktioniert. Eine Sekunde. Vielleicht bevor wir einsteigen, ein paar Worte zu mir. Ralf Sauter, seit 25 Jahren bei Horvath & Partners, Partner für die produzierende Industrie. Und jetzt im Rahmen dieser Aktivität machen wir Horvath seit mehreren Jahren einmal im Jahr eine Studie, die sich CXO Priorities nennt. Und ich will Ihnen jetzt ganz kurz die Ergebnisse vorstellen aus der letzten Befragung. Die aktuelle Befragung fängt jetzt gerade an und will Ihnen natürlich auch einen Ausblick geben aus den ersten Gesprächen, die wir die letzten zwei Wochen geführt haben, was so die ersten Einschätzungen sind, wie die Prioritäten in diesem Jahr aktuell sein werden. Aber vielleicht mal ganz kurz vorneweg, was tun wir dort? Wir reden mit Größenordnung 250 Geschäftsführern und Vorständen, also wirklich in Top-Entscheidern. Wir reden in einem Zeitraum von zwei Monaten Größenordnung. Wir führen persönliche Gespräche über Teams und Zoom oder manchmal auch wirklich physische Gespräche. Das heißt, wir diskutieren mit den Vorständen wirklich im Detail, was sind die strategischen Prioritäten dieser Unternehmen. Wir machen das seit ein paar Jahren. Wir schauen in Details rein, wie beispielsweise, was sind die Umsatzerwartungen, die die Vorstände erwarten. Vielleicht auch spannend für Sie, das sind Unternehmen, die ihr Headquarter in 26 verschiedenen Ländern haben und aus 11 Industrien kommen. Gehen wir mal noch mal ein bisschen mehr ins Detail, dass Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie Sie die Antworten und die Ergebnisse einzuschätzen haben. Wir sprechen durch einen sehr, sehr bunten Mix aus ganz, ganz vielen verschiedenen Branchen, also Maschinenbau, Anlagenbau, Chemical, Oil, auch Banking, Automotive. Wir über 40% der Vorstände, mit denen wir sprechen, sind die CEOs. Das durchschnittliche Unternehmen ist Größenordnung 1 bis 3 Milliarden im Umsatz groß und hat Größenordnung 1000 bis 5000 Mitarbeiter. Und wie gesagt, in diesen Ländern rechts sehen Sie also wirklich eine internationale Studie, sehr, sehr fundiert eben, weil es auch persönliche Gespräche sind. Und jetzt gehe ich direkt mal in die Schlüsselergebnisse, die kurze Zusammenfassung, und dann wird es spannend, weil wir dann in die Details gehen. Nummer eins, das Thema digitale Transformation ist bereits seit mehreren Jahren das wichtigste Thema, die größte Priorität für die C-Levels. Spannend jetzt im vergangenen Jahr ist oder war, dass die Nachhaltigkeitsthematik, die wir hier ja auch auf dem Summit sehen, wirklich massiv an Bedeutung gewonnen hat. Die kommt vom Platz 4 in der Priorität an Platz 2. Also sehr, sehr auch dieses Thema, was am stärksten der Priorität gewonnen hat. Wir haben natürlich einen Corona-Bezug in der Vergangenheit und im letzten Frühjahr bis Sommer, als wir die Gespräche geführt haben, haben bestimmt bereits 2 von 3 C-Levels gesagt, Corona ist eigentlich von der unternehmerischen Sicht vorbei. Und deshalb natürlich auch, man muss zurückdenken, als Corona begann, also nochmal ein Jahr davor, hatten natürlich viele Dinge priorisiert wie Liquiditätssicherung und Ergebnissicherung. Das sind Themen, die spielten im letzten Jahr und bis im letzten Jahr eben eine relativ geringere Rolle als im Vorjahr. Wenn wir mal weiterschauen, das hat uns ganz persönlich überrascht, mich auch, das Thema Corporate Diversity und Inklusion ist eigentlich ein Thema, was nicht so sehr auf der Agenda weit oben steht. Das fanden wir sehr, sehr überraschend. Ein anderes Thema, also die strukturelle
Verbesserung von Kostenstrukturen und von der Ergebnissituation ist ein Thema, wo wir eigentlich auch gedacht hätten, nach so einer Corona-Krise oder während einer Corona-Krise, dass das Thema bedeutender wäre, aber war auch nicht so ein Riesenthema. Und vielleicht ganz spannend, schon im letzten Jahr haben viele schon erkannt, dass das Thema Pricing und auch das Thema neue Umsatz- und Geschäftsmodelle bereits im letzten Jahr sehr an Bedeutung gewonnen hat. Klar, da war natürlich das Halbleiterthema groß und das Thema Supply Chain und Versorgungsengpässe. Und insofern wurde da im letzten Jahr schon klar priorisiert und auch reagiert im Sinne von, wir müssen auf unser Pricing, an unser Pricing arbeiten und schauen, dass wir Preiserhöhungen entsprechend am Markt weitergeben. Das so in einem Überblick. Gehen wir mal ein bisschen in die Details. Der Chart ist vielleicht ein bisschen komplizierter, aber möglicherweise doch, denke ich, ganz interessant. Das graue Chart, die graue Kurve ist quasi das Antwortenniveau vom Jahr 2020 und das hellblaue aus dem Jahr 2021. Also beispielsweise haben im Jahr 2020 schon 12% gesagt, dass sie den Umsatz in dem Jahr auf Vorkrisenniveau haben würden, sprich, die hatten kein Corona-Krisenproblem. Und wir sehen jetzt vielleicht spannender, dass bereits im letzten Jahr deutlich mehr C-Levels gesagt haben, nämlich fast 70%, dass sie bereits auf Vorkrisenniveau sein würden in dem laufenden Jahr und im Jahr 2022 sowieso nahezu 100%. Also deswegen die im letzten Jahr eben die Krise ein Thema, was quasi vorbei ist. So, und jetzt gehen wir in die Details und das, glaube ich, ist vielleicht auch gut, da ein bisschen länger zu verweilen. Wir sehen beispielsweise, dass das Thema digitale Transformation, also wir sehen vielleicht nochmal zu der Frage Logik, wir fragen immer, welche Priorität hat ein einzelnes Thema, also beispielsweise digitale Transformation für Sie und eben dunkelblau von ganz wichtig bis hellblau ist ein Thema, das für uns nicht wichtig und wir sehen, dass ein ganz, ganz hoher Prozentsatz digitale Transformation ganz oben sieht, ökologische Nachhaltigkeit, Employee Engagement und New Work, neue Arbeitsformen, natürlich auch durch Corona, Homeoffice, Videokonferenzen. Wir kennen das jetzt ja alle. Ein Thema, wo viele für sich erkannt haben, dass das Thema enorm wichtig ist. Dann strukturelle Verbesserungen der Kosten- und der Profitstrukturen als nochmal ein ganz bedeutendes Thema. Und dann vielleicht spannend, fand ich ein bisschen überraschend, dass die Neuausrichtung der Gruppenstrategie so eher im Mittelfeld gelandet ist. Dann das Thema Performance Management, Controlling Systeme, Steuerungssysteme und Risk Management Systeme, auch im hinteren Mittelfeld vielleicht unterwegs waren. Pricing und Revenue Models war im Corona-Krisenjahr noch deutlich weiter unten, ist ein bisschen nach oben gekommen. Und nochmal, wir wollen gleich nochmal drüber nachdenken, was in diesem Jahr passieren wird. Ich glaube, das wird spannend. Dann Corporate Diversity and Inclusion, hätte ich jetzt gedacht, dass es vielleicht eine größere Bedeutung spielt, dem ist aber nicht so. Dann hatten wir eigentlich gedacht, auch während Corona, also wirklich vor 2 Jahren, im Hoch der Krise, als Supply Chains wirklich dann vielleicht auch abgerissen sind, dass es hier große Anpassungsbewegungen gibt. Dem war im letzten Jahr und im vorletzten Jahr nicht so. Also ein Thema, was deutsche Unternehmen im Griff haben offensichtlich. Und das Thema Mergers and Acquisitions oder Verkauf von Einheiten. Kein Thema eigentlich, oder vielleicht so ein Dauerthema. Und das Thema nachhaltige Verbesserung von Liquiditätssituationen eben auch kein großes Thema. Also so viel mal der Gesamtüberblick. Und wir gehen mal vielleicht noch mal eins runter. Jetzt muss ich gerade mal schauen, sonst sehe ich selbst die Ergebnisse hier nicht. Sekunde, Sekunde. So. Und das sind die großen Veränderungen vom Jahr 20 auf das Jahr 21. Und die Frage hatte ich schon angesprochen, das Thema neue ökologische Nachhaltigkeit, ein Thema, was wirklich sehr, sehr stark um 4 Plätze nämlich angestiegen ist. Vielleicht ganz spannend, das Structural Improvement, also die nachhaltige Verbesserung der Kosten- und Ergebnissituation, ein Thema, was im letzten Jahr verglichen zum vorletzten Jahr ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Klar, die Unternehmen haben erkannt, oder viele waren im Glauben oder sind im Glauben, die Krise ist vorbei. Dann das Thema Performance Management, Risk Management, ein Thema, was langsam eingestiegen ist. Pricing und Revenue Models durch dieses ganze Thema Rohmaterialpreise, Rohstoffpreise, ein Thema, was eben im letzten Jahr schon stark an Bedeutung gewonnen hat. Und das ganze Thema Supply Chain Adjustment, naja, ein Thema, was ein bisschen an Bedeutung gewonnen hat. Und ich hatte schon angedeutet, das Thema Liquiditätsreichweite und Liquiditätsthemen, Themen, die dort jetzt auch keine große Rolle gespielt haben, beziehungsweise an Bedeutung verloren haben. So,
Vielleicht gehen wir in ein paar Themen ein bisschen mehr ins Detail runter. Ich kann jetzt natürlich nur ein paar entsprechend rausgreifen. Das ganze Thema Klimaneutralität, Net Zero und Decarbonization, wie gesagt, sehr, sehr stark angestiegen. Mehr als die Hälfte sagen, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und eine sehr, sehr wichtige strategische Initiative. Und Unternehmen arbeiten dort mit großen Mitteln und großem Druck dran. Auch interessant, wir sehen, dass ein Thema sowohl für die großen Konzerne als auch für die kleineren und mittelständischen Unternehmen vielleicht spannend ist, dass in österreichische Firmen dort das sehr, sehr hoch in der Priorität sehen, noch höher sehen. Und dass natürlich andere Themen, die dort in dieses Thema reinpassen, wie Circular Economy, Cradle to Cradle oder auch Energieeffizienz, und so weiter, natürlich ein Thema ist, was in Automotive, also in der Automobilindustrie, in den Utilities ein großes Thema spielt und oft mal angesprochen wurde, dass eben auf der Einkaufsseite dieses Thema immer eine größere Bedeutung gewinnt, also Einkaufsseite von den Kunden, von den Unternehmen, die wir sprechen. Und insofern einerseits das natürlich der Druck und die Motivation größer wird, daran zu arbeiten. Schauen wir vielleicht mal in den weiteres Thema rein, die dritte Priorität, Employee Engagement and New Work. Ein Thema, wo man sagen muss, was in der Corona-Krise ja eigentlich erst so richtig an Fahrt gewonnen hat. Und dort gibt es vielleicht ein paar interessante Statements, die wir und auch Analysen, die wir machen konnten. Eines ist, dass in Branchen, in denen die Skilled Labor Shortage eine große Rolle spielt, also das Thema qualifizierte Fachkräfte, nämlich in der produzierenden Industrie, dort ein Riesenthema ist, einerseits und andererseits im ganzen Banking und der Service Industry. Das sind eigentlich die beiden Bereiche, in denen dieses Thema eine große, große Bedeutung hat. Und natürlich ist da erkannt worden, dass es nicht nur darum geht, ein bisschen mehr Flexibilität zu geben, vor allem, dass es eine große Bedeutung hat in Richtung von jüngeren Mitarbeitern, sondern natürlich auch erkannt worden ist, dass es Möglichkeiten gibt, auch Effizienzpotenziale zu heben. Ja, also hier die drittwichtigste Priorität und dann schauen wir nochmal rein in das Thema strukturelle Verbesserung der Kosten- und Ergebnissituation. Also Themen wie Overhead-Kostenstrukturen anpassen, verschlanken, SG&A-Kosten, also Sales, General und Admin-Kosten anzupassen, aber auch Portfoliooptimierung oder Einkaufsoptimierungsthemen. Da kann man sagen, dass wirklich 46% dieses Thema noch als sehr, sehr wichtig und wichtigen Faktor gesehen haben. Aber das ist an Bedeutung abgenommen, hatten wir gesagt. Und es kommt natürlich auch daher, dass es hier, sagen wir, in den letzten Jahren in einigen Industrien sehr, sehr konsequent an diesem Thema gearbeitet wurde. So, jetzt wird es sicherlich spannend und da bin ich sehr, sehr nahe gespannt auf den Austausch mit Ihnen. So eine erste Einschätzung. Was glauben wir, was nehmen wir wahr, wie wird sich das im nächsten Jahr, also jetzt im laufenden Jahr, aktuell verändern? Stichwort Russland, Ukraine-Krise. Wir gehen davon aus, dass die digitale Transformation nach wie vor irgendwo eine ähnlich hohe Priorität haben wird. Wir gehen davon aus, dass die ökologische Nachhaltigkeit auch noch weiterhin eine große Bedeutung haben wird. Vielleicht tendenziell beide Themen minus, also nach unten, wandern werden eine Bedeutung. Employee Engagement and New Work gehen wir davon aus, dass es auf dem gleichen Level bleibt. Wir denken, dass das Thema, und wir nehmen es auch schon wahr, strukturelle Ergebnisverbesserung und Kostenoptimierung an Bedeutung gewinnen wird, weil natürlich sehen viele Unternehmen jetzt, dass die Materialpreissteigerungen, die sie haben, Rohmaterialien, auch die ganzen Komplexitäten in Supply Chains, die sie ja seit langer Zeit haben, um lieferfähig zu bleiben, dass dort natürlich Effizienzpotenziale gehoben werden müssen, damit die Ergebnissituation gehalten werden kann. Dann glauben wir, dass das Thema Gruppenstrategie und neue Geschäftsmodelle wahrscheinlich unverändert bleiben wird, weil es vielleicht noch ein bisschen zu früh ist, wo man absehen kann und sagen kann, wir müssen jetzt ganz konkret in die eine oder andere Richtung große strategische Veränderungen vornehmen. Wir gehen davon aus, dass das Thema Corporate Performance Management, also Steuerung, Controlling, die Thematik ähnlich bleiben wird oder sogar weniger wichtig sein wird, aber das Thema Risk Management an Bedeutung gewinnen wird.
Wir gehen davon aus, dass Pricing und neue Umsatzmodelle, Geschäftsmodelle oder Revenue-Modelle deutlich an Bedeutung gewinnen würden. Alle versuchen natürlich, die Rohmaterialpreise, die Verknappung der fertiggestellten Waren durch höhere Preise an den Markt entsprechend weiterzugeben. Corporate Diversity and Inclusion, denken wir, wird wahrscheinlich ähnlich bleiben. Da sehen wir jetzt keine große Veränderung. Wir glauben, das Thema Supply Chain Adjustment wird ein Thema sein, was jetzt noch an Bedeutung gewinnen wird, weil es einfach klar wird, nach Corona Lieferproblemen und so weiter und jetzt noch Probleme mit Russland und der Frage, was könnte da in puncto China passieren, wenn dieses Thema neu denken wird. Das Thema M&A und Divestment ist immer ein Thema, was irgendwie mitschwingt, aber nicht ganz oben. Jetzt im Querschnitt aller Unternehmen eine große Rolle spielt, sondern eher branchen- oder unternehmensspezifisch eine Bedeutung hat. Insofern denken wir, das wird vom Level her ähnlich bleiben. Und das Thema Liquidität wird für den einen oder anderen eine deutliche, wichtigere Rolle bekommen und einen Anstieg bekommen. Ja, Christian, damit zurück an dich. Ich bin, glaube ich, sogar 2 Minuten vor der Zeit. Sehr löblich. Danke, Ralf. Ja, vielen Dank schon mal für diese Einblicke. Man merkt tatsächlich auch bei so einem groben Flug über das Thema, ihr seid damit über 200 Interviews echt nah dran am Thema. Lass uns mal zu den Fragen aus unserem Publikum kommen. Ja, und ich starte mal rein und ja, fangen wir mal. Wir haben jetzt tatsächlich ja leider mehrere Krisen, die über diesen Zeitraum uns beeinflussen. Beginnen wir mal bei der ersten. Wie zufrieden sind denn laut eurer Befragung die C-Levels mit der Corona-Krisenpolitik? Lokal hier in Deutschland. Das ist eine ganz spannende Frage. Da hat wahrscheinlich jemand die Zeitung gelesen damals. Ich tue jetzt nicht nochmal scheren. Die Deutschen sind nicht sehr zufrieden. Wir haben ja natürlich die Vergleiche von verschiedenen Ländern und wir haben auf einer deutschen Schulnotenskala gefragt. Also 1 sehr gut und 6 mangelhaft durchgefallen, wie in der Schule. Die deutsche Politik ist mit einer 3,8 davon gekommen, also auf gut Deutsch eine 4, eine ausreichend. Naja, die EU im Durchschnitt bei einer 3,6 und ganz interessant, die Schweiz und die Österreich mit einer 3,1, also so richtig super weggekommen ist keiner der Politiker. Auch nicht überraschend, weil ich glaube, wir alle sind ein bisschen in der Krise müde von diesen ganzen Aktivitäten. Aber die deutsche Regierung kam nicht so gut weg. Bleiben wir mal noch weiter ein Stück weit bei Covid. Du hattest erwähnt, Corona war aus unternehmerischer Sicht vorbei in der letzten Befragungswelle. Jetzt geht ihr ja schon in die ersten Interviews der neuen. Kannst du schon abschätzen, wie Führungskräfte eine mögliche Omikron-Welle in China einschätzen? Ja, es ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, aus meiner Sicht gibt es 2 bis 3 Welten. Da gibt es die Unternehmen, die in China einen großen Absatzmarkt haben und lokal produzieren, die machen sich wirklich natürlich Sorgen, weil Fabriken stehen. Und vor allem, wenn man große Anteile des Umsatzes in China erwirtschaftet, sei es, indem man lokal produziert oder indem man exportiert, die Unternehmen haben natürlich wirklich schon Sorge, klar, gar keine Frage. Dann gibt es die anderen Unternehmen, die in China eigentlich im Prinzip Vorfertigung machen und Teile beziehen, die haben auch ein Problem, die machen sich auch große Sorgen, weil die natürlich das Problem haben, dass sie möglicherweise nicht lieferfähig sind. Wobei das hat man, die haben das eher im Griff, weil sie natürlich während der Corona-Krise hier schon Workarounds und alternative Quellen haben erschließen müssen oder erschlossen haben. Und dann gibt es natürlich die anderen, die vielleicht eher in China noch nicht so sehr aktiv sind. Für die ist es eher so die Frage, was ist der weltweite ökonomische Impact? Aber alle haben Sorgenfalten. Das kann man klar sagen. Alle Gespräche, die ich zumindest bisher geführt habe. Ja, kommen wir mal ein bisschen auch zu dem Impact auf Lieferketten, der ja, ich meine, jetzt eine Covid-Welle im Bereich zum Beispiel im chinesischen Osten Shenzhen, wo die größten Häfen der Welt liegen, würde sicherlich nochmal ein Vielfaches dessen bewirken können, was wir zu Anfang von Covid gesehen haben, durch relativ kleine Eingriffe in dieses System. Du hast gesprochen von der Einkaufsoptimierung mit recht hoher Priorität. Ändert sich vielleicht hier neben der Priorität auch die Zielsetzung von der reinen Preisoptimierung weg hin zur Stabilität? Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, die letzten 2, 3 Jahre klar geworden, dass man also niemand mehr hinter dem letzten Cent oder dem letzten Euro auf der Einkaufsseite hinterher ist,
sondern man ganz bewusst auch versucht, Risiken zu streuen, nicht mehr Single Sourcing macht, sondern Dual oder Multiple Sourcing. Man schaut, aus der Region für die Region einzukaufen und auch in Kauf nimmt, dass die Kosten dann etwas höher sind. Natürlich, keine Frage. Gut, jetzt ist natürlich so offen gestanden, Automobilzulieferer, die sagen mir, wenn ich beim OEM in der Verhandlung sitze, interessiert sie meinen Ende auch nicht. Ja. Aber ja, die sagen halt, wir müssen den Preis treffen, sonst kriegt das Geschäft halt nicht. Aber ich glaube, generell kann man das schon so sagen und das ist schon auch die Idee, die da quasi im Moment herrscht. Ja, kommen wir leider, so ist gerade die Zeit von der einen Krise zur nächsten. In euren jetzigen Gesprächen, wie weit spürt ihr schon die Auswirkungen der Ukraine-Krise? Könnt ihr da schon, bekommt ihr da schon mit, was die C-Levels dort für Veränderungen durch sind? Ja, absolut. Also da sind ganz, ganz viele Meetings mit Anwälten, mit Verbänden, mit internen Krisenstäben, die natürlich jetzt wieder am Start sind, wo es um Fragestellungen geht, wie funktioniert das überhaupt in Russland? Können wir noch, also das Erste ist natürlich immer, haben wir eine Ukraine, wenn wir eine Ukraine-Organisation haben, Menschen und so weiter, wie können wir denen helfen, wie können wir die retten, wie können wir dort wirklich unterstützen? Geht so weit, dass sogar Menschen hier, sagen wir, wirklich Unterkunft gesucht wird für ukrainische Mitarbeiter und Co. Und die Hilfsbereitschaft in Deutschland ist ja wirklich ganz, ganz toll. Das ist klar, vorneweg völlig logisch. Dann haben wir natürlich auch zweigeteilt wieder die Welt, wenn man es mal so sagen will, Unternehmen, die in der Ukraine, respektive insbesondere in China, viel Geschäft machen, auch mit lokaler Wertschöpfung. Und viele Unternehmen, die sagen, naja, eigentlich sind es 3, 4% vom Umsatz, das ist nicht so schlimm. Trotzdem, selbst bei diesen Unternehmen, die haben natürlich dort große Herausforderungen. Also die Frage, bleibe ich in dem Markt oder gehe ich raus, wie es vorgeschrieben ist? Wenn ich rausgehe, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Es ist ja auch nicht gerade verantwortungsbewusst, wenn ich in Moskau ein Office habe mit 100 Leuten und sage, Pech gehabt, bezahle ich die weiter? Wie mache ich denn das? Wie halte ich die Organisation liquide? Weil wenn sie illiquide wird, laufe ich ja Gefahr, dass sie verstaatlicht wird. Also das sind ganz, ganz viele, ganz, ganz schwierige, auch rechtliche Fragestellungen. Einerseits unterwegs, andererseits natürlich auch schlicht und ergreifend Unternehmen, die sagen, wir liefern große Maschinenbauer seit 30, 40 Jahren an russische Kunden ganz großes, schweres Equipment. Und wenn wir denen jetzt keine Ersatzteile mehr liefern, so ist auch nicht so ganz ideal. Also es sind ganz, ganz schwierige Entscheidungen, die zu treffen sind und die individuell für alle Unternehmen getroffen wurden. Aber unisono, wir gehen aus dem russischen Markt raus, so gut und so konsequent halt irgendwie möglich, sagen wir mal so. Dann noch zwei Folgefragen genau in diese Richtung. Die Entwicklung in der Ukraine, du hattest ja eine Sicht gezeigt auf 22. Inwieweit war das da schon eingepreist? Die 22-Sicht ist die Idee quasi jetzt von uns im kleinen Kreis mal so vorüberlegt aus ein paar Gesprächen, vielleicht aus 30 oder 40, was wir im Moment beieinander haben. Wie könnte das ausgehen? Was hören wir da? Die ist nicht statistisch signifikant. In 6 Wochen werden wir es wissen. Aber das ist so unsere Einschätzung auf der Basis von einigen Gesprächen, die wir geführt haben und die Erfahrungen, die wir jetzt haben. Mit einer, muss ich dazu sagen, man stellt ja, jetzt macht die Studie seit vielen Jahren dann immer wieder fest, dass man doch selbst die Wahrnehmung so ein bisschen sich verzerrt im Laufe der Gespräche. Also hat schon eine gewisse Unsicherheit noch. Da muss ich noch 6 Wochen Geduld und dann gibt es wahrscheinlich die erste Sneak Preview. Jetzt habe ich hier noch eine Frage zur Priorität für das Thema Aufbau neuer Märkte und Internationalisierung. Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, gerade kein einfaches Thema. Jetzt macht ihr das schon eine Weile, vielleicht kannst du da mal einen längeren Trend aufzeichnen zu diesem Thema. Das Thema Internationalisierung quasi nicht separat als Top-Priorität gesehen, sondern wir fragen nur, wird die Strategie an sich grundsätzlich überarbeitet oder nicht? Die Unternehmen sind ja alle im Internationalisierungsmodus, aber wir fragen natürlich nicht einzelne Themen ab. Also insofern können wir jetzt nicht sagen, es gibt eine Tendenz mehr zu internationalisieren oder weniger. Was interessant ist, wir haben in jedem Jahr viele Gespräche zu der Frage, vielleicht vor 1, 2 Jahren, ich weiß nicht, Sie erinnern sich wahrscheinlich nicht daran, oder Christian, du, da gab es ja dieses Stichwort Decoupling, wollen wir diese Zweikreiswirtschaft haben. Diese Diskussion haben wir immer wieder. Wir haben auch schon versucht, das abzufragen. Wir kriegen aber keine signifikante Stichprobe hin. Also nicht so, dass wir sagen können, 40% der Unternehmen sagen, genau das ist unser Weg. Also das ist ein Thema, es beschäftigt alle, aber so ganz konsequent wird es noch nicht, ist es noch nicht messbar.
Aber ich bin mal gespannt, da wird es dieses Jahr ein paar Überraschungen geben. Insofern ist es eine sehr, sehr gute Frage. Dann will ich abschließend mal noch, also wir waren jetzt ja sehr stark bei der Reaktion auf Threads von außen. Das ist leider aktuell die Zeit so, aber vielleicht kannst du aus den Gesprächen auch schon ein bisschen herauslesen, was stimmt denn die C-Level positiv? Also wo sehen Sie denn positive Entwicklungen in die Zukunft? Na gut, also positiv glaube ich, sehen schon die C-Levels an der Stelle, dass man die meisten Unternehmen vom globalen Beraterdeutsch Footprint, also die Frage, wie bin ich in den Märkten und in der Wertschöpfung aufgestellt sind, und die Unternehmen schon sagen, wir sind so breit aufgestellt, selbst so ein China-Ding wird uns im Zweifel jetzt nicht so komplett in wahnsinnige Schwierigkeiten bringen. Das Rohstoffpreisthema, Energiepreisthema ist ein ganz, ganz großes Thema, gar keine Frage. Und im Moment ist es eher so ein verhaltensweise Fahren auf Sicht. Keiner weiß genau, was passieren kann oder was, alle wissen, was passieren kann. Aber die Frage, was passieren wird, ist die spannende Frage. Insofern gibt es so ein gewisses Maß an, ich sag mal, kaufmännisch vernünftiger Vorsicht, aber gepaart mit dem guten Optimismus, weil man die letzten Jahre viel in Digitalisierung, viel in R&D und Innovation und auch Erschließung neuer Märkte, neue Themen investiert hat. Und da ist schon die Hoffnung und der Optimismus verbreitet, dass man die Themen weiter vorantreiben kann. Super, dann lassen wir diesen Optimismus gerne als Schlusswort hier stehen. Vielen Dank, Ralf, für die Einsichten. Sehr, sehr spannend. Wir müssen unbedingt noch einmal sprechen, gerne auch wieder vor Plenum, wenn ihr die zweite Welle, die nächste Welle eurer Befragung durch habt. Da bin ich auch schon hochgespannt darauf. Vielen Dank natürlich auch an euch, liebe Zuschauer. Ihr habt uns Zeit geschenkt hier, aber sicherlich auch viel mitnehmen können. Deswegen bleibt uns gewogen. Schaut in der Agenda auch mal in die vergangenen Tage. Immer mehr Aufzeichnungen häufen sich natürlich an und dieser Fundus wird immer spannender. Mir bleibt an dieser Stelle kurzfristig nur allen einen schönen Tag zu wünschen und hoffentlich bis bald. Ja, liebe Zuhörer, herzlichen Dank, dass ich da sein durfte und ich freue mich auf eine Einladung beim nächsten Mal oder irgendwann.